alles ein bisschen besser gehört. Nee. Weil man für beide das vielleicht besser nicht machen würde. Für mich gibt es, obwohl ich jetzt zum dritten Mal auf diesem Schiff bin, eine Reihe von ersten Malen. Zum ersten Mal bin ich so weit südlich mit diesem Schiff, was natürlich auch bedeutet, dass ich zum ersten Mal Äquator getauft werde. Zum ersten Mal bin ich auf diesem Schiff bei solchen Temperaturen, das heißt, dass zum ersten Mal ein Masseur aufgestellt wird und ich auch noch das einweihen muss. Das heißt also, wenn ich hier etwas falsch mache, bitte ich das zu entschuldigen, weil ich habe noch nie bei irgendjemandem von meinen Vorgängern gesehen oder gehört oder anders. Und weil der Anzug ja falsch ist, viele von Ihnen wissen, dass ich vorhin in Amerika war, war es immer üblich, dass man eine Ballcap aufhat, die dazu gehört. So, Sie haben mitbekommen, dass die anderen Schiffe schon die Badesaison eröffnet haben und ich habe sehr, sehr viele Nachfragen gekriegt, warum das bei uns noch nicht der Fall ist. Es liegt vielleicht daran, dass Ihr Kommandant Weichei ist, denn ich habe gehört, dass auf der Emden der Kommandant bei einer Wassertemperatur von 18 Grad im Wasser gesessen hat und angeboten hat, dass wenn innerhalb von 2 Minuten das Masseur voll ist, er 2 Fässer Bier spendiert. Das Masseur wurde nicht voll gemacht. Wobei ich mir sicher bin, dass unsere Besatzung bei einem solchen Angebot auch bei 10 Grad Wassertemperatur ist. Also mache ich solche Angebote erst mal. So, und ich glaube, der Mord ist jetzt genug eröffnet, gesprochen. Und ich denke, es ist immer an der Zeit, dass wir beide jetzt eins hoch. Der Brücke sagen, dass wir jetzt ins Wasser gehen und damit die Badesaison Feuererlaubnis, Seemeister! Boah, voll. Eieiei. Hier ist gar kein Platz mehr! Los, Braun! Los, Braun! Braun! Braun!
Thank you.
Salendat.
ist ein Wort der Warnung angebracht. Männer sind Schweine. Traue ihnen nicht, mein Kind. Sie wollen alle das Seine. Weil Männer nun mal so sind. Ein Mann fühlt sich erst dann als Mann, wenn er es dir besorgt. Er lügt, dass sich die Balken biegen, nur um dich ins Bett zu kriegen. Und dann am nächsten Morgen weiß er nicht einmal mehr, wie du heißt. Rücksichtslos und ungehemmt, Gefühle sind ihm völlig fremd.
Da zeigt du mir Fotos, das war im August. Er am Ruder der Yacht, braun gebrannt, seid bewusst. Kapitän.